Wir sind in Köln-Lindenthal und sind heute Morgen um 1.27 Uhr zu einem Feuer im Krankenhaus alarmiert worden. Die ersteintreffenden Kräfte konnten ein Feuer in einer Garage feststellen. Dort haben mehrere Wäschebehälter gebrannt. Durch einen Aufzugsschacht und durch gekippte Fenster hat sich der Rauch ins Gebäude eingetragen. Insgesamt waren 7 von 10 Geschossen verraucht. Durch das beherzte Eingreifen des Krankenhauspersonals konnten alle 10 Etagen evakuiert werden und insgesamt wurden 54 Personen in den rauchfreien Bereich evakuiert. Keine Person wurde verletzt. Ja, Krankenhäuser sind immer besondere Objekte, weil wir hier eine Vielzahl an Personen in einem Gebäude haben und einige Personen davon auch nicht gehfähig sind. Deshalb war für uns die Evakuierung der betroffenen Bereiche das oberste Ziel. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt und das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es musste sich Zugang zu der Garage verschafft werden, deshalb musste das Garagentor und andere Türen geöffnet werden. Die Etagen werden momentan freigemessen, die Personen wurden auf andere Stationen evakuiert und werden heute erstmal nicht wieder zurückgeführt. Es haben in einer Garage im Untergeschoss haben mehrere Wäschebehälter gebrannt. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Mit mehreren Einsatzkräften konnte das Feuer zügig gelöscht werden und wir waren insgesamt mit 2 Löschzügen hier im Einsatz. Was ist denn das? Ein Ausfall da. Oh, ja.